Herzlich willkommen zu Herrschaft2.org. Ich habe mich heute hier mit Bernd Drücke auf den A-Tagen in Rostock getroffen. Ich würde jetzt gern mit Bernd ein bisschen über anarchistische Basics reden. Unser Thema war eigentlich weitergespannt, aber wir haben das durch zeittechnische Probleme etwas kürzen müssen. Wir treffen uns später in ein paar Monaten nochmal und vertiefen das Ganze dann. Okay, Bernd, du bist Anarchist, Pazifist, du bist der Koordinationsredakteur der Graswurzelrevolution, unter 2000 anderen Sachen noch. Ich würde von dir ganz gern wissen, was ist die Essenz des Anarchismus? Was beschreibt den Anarchismus, abgesehen von Staaten stürzen in Anarchie und Chaos, wie man es im Radio so hört? Was ist tatsächlich die Gesellschaftsbewegung dahinter? Ja, die Gesellschaftsbewegung ist natürlich eine soziale Bewegung, die sich für eine herrschaftsfreie, meiner Meinung nach auch gewaltfreie Gesellschaft einsetzt. Sie ist entstanden im 19. Jahrhundert und der Begriff selber Anarchie kommt ja aus dem Griechischen, heißt also ohne Herrschaft. Und das ist also im Grunde auch der Kern. Das heißt, wir stellen uns also jetzt, ohne Herrschaft heißt nicht gleichzeitig Chaos und Terror, sondern es heißt, dass es eben eine Gesellschaft ist, die anders organisiert ist, die also nicht hierarchisch organisiert ist, also praktisch ein Leben ohne Chef und Staat, kann man sagen, ist es. Und das heißt, dass auch nicht das Prinzip der Konkurrenz und das Kampf aller gegen aller sozusagen bestimmt ist, sondern ganz im Gegenteil, die gegenseitige Hilfe, die freie Föderation steht im Mittelpunkt. Und wenn man sich auch zum Beispiel jetzt auch die Kommunikation hier während der A-Woche anguckt, sieht man ja, dass eben freie Kommunikation im Grunde etwas ist, was ja ganz natürlich ist, was ganz menschlich ist. Ja. Und auch die gegenseitige Hilfe ist etwas, was im Menschen veranlagt ist. Also Anarchie ist durchaus etwas, was dem Menschen einfach gerecht ist. Also der Mensch kann unter herrschaftsfreien Strukturen wesentlich menschenfreundlicher, menschengerechter leben als unter Herrschaftsstrukturen. Herrschaftsstrukturen sind gleichbedeutend mit Krieg, mit Zerstörung der Natur, mit Zerstörung vieler Menschen. Wir haben also heute die Situation, dass 1 Milliarde Menschen weltweit hungern. Das zeigt eigentlich, dass dieses System nicht das System ist, was den Menschen gerecht wird, sondern wir brauchen ein System, was den Menschen ein würdiges Leben weltweit ermöglicht. Und da ist der Anarchismus, die Anarchie, denke ich, die richtige Utopie. Ja. Also, was sind für dich die wichtigsten Ausprägungen dieses Herrschaftssystems, in dem wir leben? Das Wirtschaftssystem jetzt, Kapitalismus, Kriege? Das Wirtschaftssystem natürlich, der Militarismus. Militarismus ist eigentlich auch sehr entscheidend, auch etwas, was oft ausgeblendet wird, wenn man überlegt, dass heute über 1,3 Billionen Dollar ausgegeben werden für Krieg und Militär. Der größte Waffenproduzent und größte Militärmacht der Welt ist die USA, die etwa 680 Milliarden Dollar jetzt ausgeben für Krieg und Militär. Und die Bundesrepublik ist allerdings auch einer der Staaten, der massiv an den kriegerischen Auseinandersetzungen, an Krieg und Zerstörung beteiligt ist. Einerseits natürlich selber durch Militäreinsätze, jetzt in Afghanistan zum Beispiel, aber vor allen Dingen auch durch die Rüstungsexporte. Die Bundesrepublik ist weltweit drittgrößter Rüstungsexporteur, also an dieser verbrecherischen Politik, die eben zigtausende Menschen täglich tötet, ist sie massiv beteiligt. Und da muss man einfach gegensteuern, da muss man Druck machen. Wir sind natürlich für eine Abschaffung des Militärs und weltweit. Das ist auch erstmal eine Utopie, aber wir wissen ja, Utopien können sich auch in die Wirklichkeit verwandeln. Utopien sind ja auch, also die Utopie ist ja auch erstmal kein schlechter Begriff, habe ich gelernt. Ja. Das ist ja im Endeffekt erstmal etwas, was nur noch nicht da ist, aber werden kann. Ja. Ich habe gehört, es gibt jetzt verschiedene Schulen im Anarchismus. Jetzt, du vertrittst beispielsweise die gewaltfreie Schule, ja? Ja. Gibt es auch Anarchisten, die diesen militärischen Aspekt jetzt beispielsweise anders sehen oder generell den gewalttätigen Aspekt, dass man sagt, man versucht, dieses System mit Gewalt umzustürzen, umzuwandeln? Ich glaube, dass das entspricht natürlich dem Klischee des anarchistischen Bombenlegers, aber dieses Klischee ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten praktisch nur ein reines Zerrbild. Also ich glaube, ich kenne keinen Anarchisten, der der Meinung ist, durch Gewalt die Anarchie sozusagen herbeibomben zu können oder so, sondern ich glaube, die meisten sind der Meinung, dass man durch direkte gewaltfreie Aktionen
Widerstand leisten kann und ein Stück weit die Utopie realisieren kann. Mhm. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Tagen dazu ja auch verschiedene Beispiele aus der Geschichte, habe ich angebracht, zum Beispiel den Generalstreik, ja, mit dem der Kapp-Putsch, ein faschistischer Putsch, innerhalb von 5 Tagen zum Einsturz gebracht worden werden konnte. Und das zeigt ja auch, dass man eben durch direkte Aktionen eben auch eine Menge erreichen kann. Es gibt auch viele andere Beispiele. Nehmen wir die Atomindustrie, den Widerstand gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf war jetzt auch Thema jetzt heute. Das war ja nicht nur Wackersdorf, also die Plutoniumfabrik, der wollte die Atomindustrie ja durchsetzen, zunächst in Gorleben, was dann gescheitert ist am Widerstand der Bevölkerung und dann in Wackersdorf. Das sind auch zwei gute Beispiele dafür, dass man das soziale Bewegung durch Druck von unten im Grunde positive Sachen verwirklichen können, durchsetzen können. Kannst du deine Vision von deiner optimalen Gesellschaft vielleicht skizzieren? Wie würde die Welt aussehen, wenn der libertäre Sozialismus greifen würde, wenn eine Mehrheit diesem System folgen würde? Ja, das wäre eine Welt, in der kein Mensch mehr hungern würde, in der alle Menschen glücklich wären in gewisser Weise. Sicherlich wäre es keine Welt, in der es nicht auch Verbrechen geben würde. Sicherlich gibt es auch Verbrechen, aber es ist sicherlich eine Welt, die den Menschen viel mehr gerecht wird als die Welt, wie sie jetzt organisiert ist. Eben ja. Hierarchie, Militär, Kapitalismus, Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Und ich glaube, dass das eben nicht nur eine Utopie ist, sondern dass wir das auch tatsächlich umsetzen müssen, wenn die Menschheit nicht dem Ende entgegengehen will. Und sie ist gerade auf dem besten Wege dahin, dass sie eben ihre Lebensgrundlage weltweit zerstört. Und ich glaube, da müssen wir gegensteuern und müssen gesellschaftliche Alternativen entwickeln, die in der Lage sind, den Menschen dazu zu bringen, menschengerechter, aber auch naturnäher natürlich zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, dass der Anarchismus da eine gute Basis wäre, um die Gesellschaft in positiver Hinsicht zu verbessern, zu verändern. Kritiker des Anarchismus werfen beispielsweise jetzt vor, dass eine Organisation in einem großen Kreis gar nicht stattfinden kann, ohne hierarchische Strukturen aufzubauen, weil einfach der Entscheidungsprozess entweder zu lange dauert oder zu ineffizient ist, um auf gute Lösungen zu kommen. Hast du da eine Position dazu? Hast du da ein knackiges Argument? Ja, ich glaube, das ist Unsinn. Also es gibt auch gute Belege, also auch das Beispiel der Zeitung, bei der ich arbeite, die ist ja auch nicht so ganz klein, zeigt ja, dass es auch möglich ist, über einen langen Zeitraum auch mit relativ vielen Menschen zusammen nach anarchistischen Prinzipien, nach basisdemokratischen Strukturen und so weiter, Konsensprinzip tatsächlich effektiv zu arbeiten und auch besser zu arbeiten. Ja. Menschenwürdiger, menschenfreundlicher zu arbeiten. Und würdest du sagen, dass die Entscheidungen brauchen trotzdem längere Zeit? Oder welche Entscheidung meinst du konkret? Jetzt, wenn ihr bei der Graswurzelrevolution versucht, eine Entscheidung zu treffen, die jetzt beispielsweise den gesamten Herausgeberinnenkreis betrifft, ja, und es entbrennt eine Diskussion. Wie funktioniert so eine Diskussion? Du hast vorhin im Vortrag schon erwähnt, dass das über E-Mail läuft, über die Mailinglisten. Und empfindest du diese Art der Entscheidungsfindung auch zeitlich als effizient? Nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch zeitlich? Ja, sie ist natürlich jetzt, also natürlich wäre es wahrscheinlich eine hierarchische Struktur effizienter in der Hinsicht, dass sie natürlich schneller Zeitungen produzieren kann, täglich. Ja. Ich glaube aber, dass es auch möglich ist, also bei uns das Beispiel der Zeitung zeigt ja, dass es auch funktioniert, dass wir diskutieren ja alle Texte vorab in der Regel. Das heißt, wenn jemand ein Veto einlegt, zum Beispiel sagt, dieser Artikel gefällt mir ganz und gar nicht, da lege ich jetzt ein Veto gegen ein, dann hat das erstmal eine aufschiebende Wirkung. Der Artikel erscheint erstmal nicht. Das Veto muss dann natürlich begründet werden, es wird darüber diskutiert und im besten Fall hat man dann den Effekt, dass man am Schluss zwei Texte nebeneinander stehen hat und eine Diskussion in der Zeitung hat. Das ist also das, was dann auch sehr konstruktiv sein kann und ich finde, das ist in keinster Weise negativ, sondern der positive Effekt ist, dass die Menschen, die eben jetzt auch zum Beispiel für die Zeitung arbeiten oder auch zum Beispiel interviewt werden, doch wesentlich zufriedener damit sind, als wenn sie zum Beispiel, also ich kann das auch mal als Beispiel, die Jungle World, auch eine linke Zeitung, die hat mich mal interviewt und anschließend das Interview gedruckt, ohne jegliche Rücksprache. Mhm. Und sie haben einfach zum Teil
die Kernaussagen rausgenommen und nur die witzigen Sachen drin stehen lassen. So, das ist, also ich bin also mit diesem Interview überhaupt nicht zufrieden. Ja. Ich finde das auch sehr unseriösen Journalismus. Wenn wir ein Interview führen, machen wir es zum Beispiel so, dass wir den Text anschließend transkribieren, natürlich überarbeiten. Natürlich kann man gesprochene Sprache muss natürlich überarbeitet und auch gekürzt werden. Und wir schicken dann aber praktisch im Korrekturmodus den Text an den Interviewten. Der kann also alles nochmal durchgucken und kann auch sagen, das und das ist mir besonders wichtig, das soll drin bleiben und das kann doch ruhig raus und so weiter. Das heißt, es wird also im Prinzip klar gemacht, dass auch alle damit zufrieden letztlich sein können mit dem Produkt und dass es nicht über die Köpfe von anderen letztlich entschieden wird oder gemacht wird. Und das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen anderen Projekten. Also das Beispiel Jungle Bird ist ja nur eins von vielen Beispielen. Das ist ein schöner Ansatz, ja. Auch wenn man ihn sich auf gesellschaftlicher Basis dann vorstellt. Ich würde auch gerne nochmal auf diese gesellschaftliche Basis zurückkommen. Du hast jetzt davon gesprochen, dass Kriminalität natürlich weiter bestehen würde. Es wäre kein Himmel, kein Schlaraffenland. Was verstehst du in diesem Aspekt unter Kriminalität? Das wäre ja wahrscheinlich eine andere Kriminalität als die, von der man heute spricht. Und was denkst du für Formen würden dort noch existieren und wie könnte man die angehen? Ja, also heute, wenn man sich die Kriminalstatistik anguckt, die meisten Leute im Gefängnis sitzen deswegen im Gefängnis, weil sie drogenkrank sind. Ne? Heroinsüchtige, die eben, um ihre Droge zu finanzieren, kriminell werden, also Überfälle machen und Sachen klauen, damit sie ihre Droge finanzieren können. Da ist es natürlich ganz einfach anzusetzen, indem man sagt, diese Krankheit muss auch als Krankheit behandelt werden. Das heißt, zur Not kriegen die Leute dann ihre Droge auf Krankenschein. Dadurch ist die Begleiterscheinung dieser Krankheit im Grunde erstmal beseitigt, dass die Leute erstmal schmutzigen Stoff sich spritzen und auf der anderen Seite eben zur Finanzierung dieser Krankheit, dieser Sucht Drogen, also praktisch kriminell werden. Und der andere Punkt ist natürlich, wahrscheinlich wird es im Anarchismus oder in einer anarchistischen Gesellschaft auch wahrscheinlich Verbrechen gehen, in dem Zusammenhang Vergewaltigung, Mord wahrscheinlich sogar auch. Ich glaube, das ist ja nicht so, dass der Mensch ist ja eben auch zu solchen Taten fähig, aber es wird einen menschlicheren Umgang geben damit, oder das ist zumindest meine Utopie, dass man die Menschen eben nicht wegsperrt, weil dadurch änderst du überhaupt nichts, du änderst den Menschen nicht, der wird einfach, wer in den Knast kommt, der wird einfach zum Knacki. Und es ändert letztlich nichts an den Menschen und es verbessert den Menschen auch nicht. Mhm. Obwohl, es gibt ja das Gegenbeispiel, was ich eben genannt habe, das könnte ich vielleicht nochmal erwähnen. Bitte, erzähl mal, ja. Ja, ein Gegenbeispiel wäre jetzt Osman Murat Ülke, auch jemand, ein Graswurzelanarchist aus der Türkei, der mit dem ich gut befreundet bin. Der ist als 15-Jähriger in die Türkei gekommen, also seine Eltern haben ihn in die Türkei geschickt, ist aufgewachsen in Deutschland, auch als Jugendlicher schon graswurzelmäßig infiziert, könnte man sagen, hat dann seinen Kriegsdienst verweigert, seinen Wehrpass verbrannt in der Türkei, was dort eigentlich ein absolutes Tabu ist, weil das Wort Kriegsdienstverweigerung gibt es im Türkischen gar nicht und es ist auch nicht vorgesehen, dass jemand den Kriegsdienst verweigert. Das heißt, Ossi ist dann immer im Knast gewesen, 3 Monate wieder rausgekommen mit der Aufforderung, jetzt seinen Kriegsdienst abzuleisten. Das hat er dann natürlich wieder verweigert, woraufhin er wieder in den Knast kam, theoretisch lebenslänglich. Und er kam dann in eine Zelle, in der unter anderem ein grauer Wolf auch war. Und den anderen Zelleninsassen wurde dann vorher gesagt, bevor Ossi reinkam, hier kommt gleich ein Anarchist, ein gefährlicher Terrorist. Mhm. Und redet nicht mit dem, behandelt den schlecht. Das haben sie dann natürlich auch gemacht. Sie haben ihn also auch geschnitten und auch nicht mit ihm geredet. Und Mehmet Bal, ein türkischer Faschist, der wegen Mord saß halt in der gleichen Zelle mit Ossi. Und Ossi ist noch nach 3 Monaten wieder entlassen worden, wieder mit der Aufforderung, seinen Kriegsdienst abzuleisten, woraufhin er wieder gesagt hat, ich verweigere den Kriegsdienst, ich nehme kein Gewehr in die Hand. Dann kam er wieder in den Knast und er hat darauf bestanden, dass er in die gleiche Zelle verlegt wird. Dann kam er halt wieder in die gleiche Zelle und Mehmet Bal und die anderen waren natürlich erstmal baff, dass er die Traute hatte, tatsächlich hier wieder zurückzukommen und haben dann aufgehört, nicht mehr mit ihm zu sprechen. Sie haben dann erstmal die ganze Zeit gestritten. Ja. So hat Ossi mir das auch erzählt. Naja, und sie haben sich letztlich über 2 Jahre die Zelle geteilt und Ossi hat natürlich ihnen aber auch seine gewaltfreie anarchistische Ethik im Grunde vermittelt
Und Mehmet Bal ist dann einige Jahre später entlassen worden. Es gab eine Amnestie und er als Mörder ist da runtergefallen und sollte dann seinen Kriegsdienst ableisten. Also der ehemalige Graue Wolf, ein türkischer Faschist. Und hat dann gesagt, ich fasse nie wieder ein Gewehr an. Ich habe schon einen Menschen ermordet. Ich will nie wieder auf andere schießen und schon gar nicht auf Befehl. Ich bin jetzt gewaltfreier Anarchist und Pazifist und Kriegsdienstverweigerer. Eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Eine sehr schöne Geschichte. Ja. Wobei man sich drüber streiten kann, ob das Gefängnis was damit zu tun hat. Oder ja, das Gefängnis. Oder nee, die Wirkung des Anarchisten. Die Wirkung des, ja eben. Das heißt, es zeigt aber doch, dass der Mensch eben nicht das Menschenwolf ist, sondern dass auch auch selbst Menschen, die die übelste Verbrechen begangen haben und auch eine übelste Weltanschauung hatten oder Ideologie in dem Fall, also Faschismus ist ja eine Ideologie, ist keine Weltanschauung, im Gegensatz zu Anarchismus ist eine Weltanschauung. Aber denke ich, dass der selbst solche Menschen, die also übelst drauf waren und auch sich schlimmer Verbrechen schuldig gemacht haben, können sich noch zu besseren Menschen wandeln und das ist in dem Fall natürlich sicherlich durch die vielen Auseinandersetzungen mit Ossi passiert. Und das finde ich ein großartiges Beispiel. Ja. Das ist für eine sehr schöne Geschichte. Ja. Gibt es unter den Anarchisten bereits entwickelte Konzepte, wie die Wirtschaft funktionieren könnte in einer anarchistischen Gesellschaft? Wie könnte die Güterverteilung funktionieren? Es wird sich ja wahrscheinlich strukturell ziemlich viel verändern. Also was ich so mitbekommen habe bis jetzt, ist, dass Anarchisten großen Wert auf Dezentralität legen, um Machtanhäufung schlichtweg zu verhindern und auch um vor Ort sein zu können. Mhm. Sind dir Beispiele bekannt, wo ein ausgearbeitetes Konzept für so eine anarchistische Wirtschaft bereits bestehen würde? Ja, gibt viele Theorien dazu und so, aber ich würde sagen, als wirtschaftliches Konzept könnte man, was ich als positive Utopie in dem Zusammenhang sehen würde, oder nicht nur Utopie, sondern auch einen realistischen Ansatz, ist das Projekt A. Ja. Was ja auch ein wirtschaftliches Konzept ist, praktisch zu einer Schaffung einer eigenen ökonomischen, politischen, sozialen Struktur, entwickelt von Horst Stohwasser in den 80er Jahren, die Idee. Man greift im Grunde auch oft auf alte Theorien von Gustav Landauer unter anderem zurück oder auch auf teilweise schon in Praxis umgesetzte Sachen. Und die Idee dahinter ist, dass man also verschiedene Doppelprojekte entwickelt. Ein Projekt sollte davon mindestens auch Geld erwirtschaften, zum Beispiel ein Taxikollektiv und ein Buchladen. Und es sollte immer wieder einen Teil des Geldes in eine gemeinsame Kasse, mit der dann wieder neue Doppelprojekte vorfinanziert werden können. Ja. Und die Idee ist, dass eben Anarchisten konkret jetzt nicht in einer utopischen anarchistischen Gesellschaft, sondern in der Realität des Kapitalismus, des heutigen Systems letztlich, ein Stück weit eine eigene Struktur schaffen, in der auch Anarchisten alt werden können. Mhm. Ne? Also nicht nur für ein paar Jahre aktiv sind, in sozialen Bewegungen sein, sondern eben auch eine reale Basis zu schaffen, in der sie leben, glücklich werden können und arbeiten können und auch durchaus vielfältige Arbeit machen können. Also innerhalb der Doppelprojekte zum Beispiel zu tauschen, ist also auch vorgesehen. Mhm. Und ist auch, ich finde die Idee nach wie vor genial. Die ist kaum bekannt, muss man dazu sagen. Ja. Weil das Projekt A-Buch in den 80er Jahren im Grunde nur konspirativ unter der Ladentheke verbreitet wurde. Und die meisten Leute deswegen diese Idee auch gar nicht kennen, aber ich finde sie eigentlich nach wie vor gut. Und die Idee ist eigentlich perspektivisch eine Kleinstadt komplett zu übernehmen. Also die ganze Bäckerei, im Grunde alle sozialen Einrichtungen, Berufe dann eben anarchistisch zu strukturieren, ohne Chefstrukturen und dann eben auch solidarisch in dem Sinne, dass es eine gemeinsame Ökonomie gibt, beziehungsweise gemeinsame neue Doppelprojekte vorfinanziert werden innerhalb dieser Struktur. Das ist in der Realität versucht worden in den 80er, 90er Jahren. Ist zum Teil gescheitert, aber in Neustadt zum Beispiel gibt es noch eine ganze Reihe von diesen in der Wespe Werks selbstverwalteter Betriebe, wo das ja zum Teil verwirklicht wurde. Und es gibt natürlich in der Kommunebewegung ähnliche Entwicklungen. Ja. Wie würde die Wirtschaft innerhalb dieser Utopie aussehen, wenn man es mal geschafft hätte, jetzt beispielsweise eine Stadt zu übernehmen? Was für Wege könnten da gegangen werden? Ich denke da zum Beispiel daran, dass Geld, das Geldsystem ja erstmal eine Sache ist, die große Ungleichheit schafft oder die Ungleichheit überhaupt wirtschaftlich erst ermöglicht und provoziert. Ja. Ich vermute mal, viele Leute würden da eine geldfreie Wirtschaft anstreben. Ja, siehst du das auch so? Das sehe ich auch so. Es ist ja
ich meine, als konkretes Beispiel aus der Geschichte können wir den Spanischen Bürgerkrieg nehmen. Also 1936 gab es ja den faschistischen Putsch von Franco in Spanien, massiv unterstützt vom Deutschen Reich und von Mussolinis faschistischem Italien. Und dagegen gab es eine soziale Revolution, die getragen wurde vor allen Dingen von der anarcho-syndikalistischen Bewegung, die also zu der Zeit eine große Massenbewegung in Spanien war. Also über 2 Millionen Menschen waren in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft organisiert. Und da ist es dann wirklich auch geglückt, in großen Teilen Spaniens sowas wie eine selbstorganisierte Gesellschaft von unten aufzubauen. Das heißt, die großen landwirtschaftlichen Betriebe wurden kollektiviert, die Straßenbahn, also im Grunde die ganzen Einrichtungen in Barcelona zum Beispiel, auch in dieser Millionenstadt, wurden kollektiviert. Es gab also den erstaunlicherweise unter den Bedingungen des Bürgerkriegs gab es eine größere Produktivkraft, was damit zusammenhing, dass die Leute viel motivierter waren. Mhm. Weil sie hatten jetzt keinen Chef mehr, sie waren ihr eigenes Kollektiv. Ja. Es gibt auch schöne Bilder aus dem Spanischen Bürgerkrieg, wo man halt diese großen Kochkollektive sieht, die dann diese großen Hotels übernommen haben und dann große Volksküche für die Normalbevölkerung. Also die Normalbevölkerung hat dann in diesen Luxusvillen und Luxuspracht-Hotels essen können. Und es gab für alle genug. Und das war natürlich ein großer revolutionärer Aufbruch, eine wahnsinnige soziale Revolution, auch im Bildungssektor. Also vor 1936 waren die meisten Spanier Analphabeten. Mhm. Es wurde in den anarchistischen Gebieten sind über 3000 freie Alternativschulen entstanden, die verwirklicht wurde, was vorher eine Utopie war, dass nämlich die Leute unter menschenwürdigen Bedingungen, ohne es eingeprügelt zu kriegen und ohne religiöse Infiltration durch Schwachsinn, der in die Köpfe gesetzt wurde, vom lieben Gott und so weiter, Bildung vermittelt wurde. Es war eine große Bildungsrevolution, muss man dazu auch sagen. Und finanziell sah es so aus, dass in einigen Gebieten Spaniens tatsächlich das Geld abgeschafft wurde. Es gab eine Tauschwirtschaft. Mhm. Es gab was natürlich auch damit zusammenhing, dass diese ganzen Sektoren von den anarchistischen von der CNT, also dieser großen anarchistischen Gewerkschaft, organisiert wurden. Das heißt, es wurde auch im Grunde die menschlichen Bedürfnisse wurden erfüllt. Ja. Durch kollektive Arbeit, durch ein großes sozialrevolutionäres Experiment, an dem sich einfach Millionen Menschen beteiligt haben in Spanien. Das ist schon sehr einmalig und ich finde, da können wir natürlich auch historisch viel draus lernen. Und natürlich ist es ein historisches Beispiel, aber man sollte gerade aus dieser Geschichte immer Schlüsse ziehen und auch Erfahrungen aufnehmen und vielleicht für die Zukunft nutzen. Mhm. Was ist die Voraussetzung, um eine solche Bewegung zu starten, eine anarchistische Bewegung? Wenn wir jetzt von historischen Gegebenheiten sprechen, wie lief das damals ab? Was waren Zündfunken? Wie funktionierte die Bildung? Wie kam überhaupt die Idee in diese Gesellschaft hinein? Ja, in Spanien war es ja so, dass die Bakunisten eigentlich stärker waren als die Marxisten. Schon, fing eigentlich im 19. Jahrhundert schon an und die CNT, also diese anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, schon recht früh also eine große Massenorganisation geworden ist und großen Einfluss hatte in Spanien. Das ging so weit, dass dann zum Beispiel, als dann 1935 die rechte Regierung dran war, dass dann die CNT zum ersten Mal nicht zum Wahlboykott aufgerufen hat, sondern ihren Mitgliedern freigestellt hat, zu sagen, wir rufen diesmal nicht zum Wahlboykott auf, macht, was ihr wollt. Das führte dann dazu, dass die Sozialistische Partei an die Regierung kam und die absolute Mehrheit bekommen hat, die Volksfrontregierung sozusagen. Ja. Und das führte dann dazu, dass die Faschisten dagegen diesen Putsch organisiert haben, der Franco-Putsch, der dann im dreijährigen Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 endete. Und anders als in Deutschland, wo eben 1933 ja kaum Widerstand gegen die Nationalsozialisten ausgeübt wurde, obwohl es in Deutschland ja auch eine große linke Bewegung gab. Die KPD war ja eine Massenpartei, SPD war auch eine starke Partei, aber es gab keinen relevanten Widerstand gegen die NSDAP, was einfach damit zusammenhängt, dass die Leute gesagt haben, die sind legal an die Macht gekommen, die wurden gewählt. Und da ist keine Basis für einen Generalstreik, was natürlich aus heutiger Sicht absoluter Trugschluss ist und was auch zeigt, dass man eben nicht den Parlamentarismus so sakrosankt sehen darf, sondern auch sehen muss, er ist nun nicht ein Allheilmittel und er ist nicht so demokratisch, wie man vielleicht denkt, sondern im Gegenteil, er kann eben auch Faschisten an die Macht bringen. Und da muss man dann eben auch entsprechend Widerstand gegen leisten. Mhm.
Die Spanier haben natürlich gesehen, was 33 in Deutschland passiert ist und was vorher in Italien passiert ist. Es war ihnen klar, was passieren würde, wenn die Faschisten 1936 durchkommen mit dem Putsch. Und das, auf der anderen Seite waren sie extrem stark organisiert in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die CNT war jetzt nicht wie der heutige Anarchismus, sagen wir mal, eine Nischenbewegung. Ja. Aber der heutige Anarchismus ist eine Nischenbewegung, vor allen Dingen in der Studierenden- und Schüler- und Schülerinnenbewegung aktiv. Aber es ist keine Massenbewegung und ist nicht so eine, hat nicht eine Basis in allen Bevölkerungsschichten. Das war damals in Spanien anders. Also es war wirklich so natürlich, dass die Arbeiterschaft war anarchistisch organisiert. Es gab die FAI, eine große, also könnte man sagen, ein anarchistischer Think Tank. Und es gab die große Massenbewegung. Und die war halt überall präsent in allen sozialen Bereichen. Und deswegen war auch klar, dass sie in der Lage ist, diese Gesellschaft zu übernehmen, auch zu organisieren und anders zu organisieren, von unten zu organisieren. Ich habe ja gestern dieses Beispiel mit der Straßenbahn, also dieser alten katholischen Spanierin, die dann Horst Stohwasser mal getroffen hat und die ihm gesagt hat, ja, sie wäre ja keine Anarchistin und sie kommt aus Barcelona, aber 1936, also eins muss man den Anarchisten lassen, als die das alles organisiert haben, die Straßenbahn kam immer pünktlich. Und ich glaube, da ist auch was dran, wenn die Menschen nämlich nicht unter Zwang arbeiten, sondern freiwillig und wenn sie auch sehen, dass es was Großartiges ist, auch für andere Menschen und mit anderen Menschen kollektiv was zu machen, dann sind sie natürlich auch zu größerer Leistung befähigt und sie sind dann auch viel motivierter zu arbeiten. Also ich meine, ich arbeite ja auch in einem anarchistischen Betrieb und ich muss sagen, mir macht es großen Spaß. Es ist immer wieder ein großes Glückserlebnis, jeden Monat so eine Zeitung dann auf dem Tisch zu haben und zu sehen, da ist etwas, ein Stück gegen Öffentlichkeit, was wir jetzt hergestellt haben. Und wir haben das auf einer Weise hergestellt, die außergewöhnlich ist und menschengerecht ist. Und da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Den beiden Beispielen, die du jetzt genannt hast, ist gemein, dass die gewerkschaftliche Vereinigung eine relativ große Rolle gespielt hat. Also der Anarchosyndikalismus. Ist das ein Konzept, was du heute noch als sinnvoll ansiehst? Gibt es Nebenkonzepte, die einen ähnlichen Ansatz fahren, aber vielleicht einen anderen Schwerpunkt setzen? Also der Anarchosyndikalismus, so kommt er mir vor, setzt einen sehr starken Schwerpunkt auf die Arbeit. Die Arbeit ist der schwächste Punkt des Kapitalismus. Da muss man angreifen, wenn man das System verändern möchte. Ja. Gibt es da vergleichbare Sachen? Ja, also ich sehe das natürlich, also ich bin da Graswurzelanarchist, das heißt, ich sehe schon den Anarchosyndikalismus nach wie vor als wichtig an. Das Problem ist natürlich, dass es nach 45, also durch 12 Jahre Nationalsozialismus, im Grunde keine Gewerkschaftsbewegung mehr gibt in Deutschland, keine wirkliche Basisgewerkschaftsbewegung. Es gibt natürlich den offiziellen DGB und die Gewerkschaften des DGB, die sind aber alle hierarchisch organisiert. Es gibt keine basisdemokratischen Bewegungen und Gewerkschaften von unten. Das war natürlich in den 20er Jahren anders. Da hattest du eine große, auch in Deutschland eine große anarchistische Gewerkschaft, die FAUD mit bis zu 180.000, 200.000 Mitgliedern. Und du hattest auf der anderen Seite eine große soziale Bewegung. Das ist auch nicht zu vergessen. Das ist aber leider historisch, weiß das kaum jemand, dass es in 20er Jahren eben auch eine große antiautoritäre, libertäre Bewegung gegeben hat. Und im Grunde ist es heute so, dass der Anarchismus eben eine andere Basis hat. Also es ist schon so, dass er ist stark vertreten in den sozialen Bewegungen. Mhm. Also die Graswurzelrevolution, also die Zeitung, für die ich arbeite, hat zum Beispiel einfach ihre Schwerpunkte in den sozialen Bewegungen. Das heißt, wir sind aktiv in der Anti-Atom-Bewegung, in der Anti-Gentech-Bewegung, in den Antifa natürlich und vor allen Dingen Antimilitarismus ist einer unserer Schwerpunkte. Ich finde aber die sozialen Kämpfe, also zum Beispiel gegen Hartz IV und so weiter, das sind, man muss ja sehen, das sind ja alles soziale Errungenschaften, die dem Staat abgetrotzt wurden. Ja. Also auch die Sozialleistung. Was natürlich durchgesetzt werden müsste, wäre wirklich eine Basis für alle, dass alle praktisch menschenwürdig leben können. Mhm. Es gibt ja diese Ideen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, die ich nicht schlecht finde, wo ich aber denke, das müsste weltweit durchgesetzt werden. Das ist also erstmal eine utopische Idee. Aber trotzdem auch eine gute, denke ich mal, die man auch ruhig weiterentwickeln sollte. Vielleicht mal so weit dazu. Wie siehst du die anarchistische Bewegung in Deutschland gerade? Ich habe ein kleines Zitat von dir gefunden. Die anarchistische Bewegung in Deutschland war seit 1968 nicht so stark wie heute.
Ja, das habe ich schon in Neuen Deutschland. Ja, genau. Das war so ein Radio, ein Telefoninterview von Neuen Deutschland. Da haben sie mir, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das genau so gesagt habe, aber ja. Du kannst das jetzt richtig schreiben. Natürlich ist, also ich sehe schon so, dass die anarchistische Bewegung im Moment so stark ist wie seit Jahren nicht mehr. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Das kriege ich ja auch im Grunde mit als Redakteur der Graswurzelrevolution, die ja eine anarchistische Zeitung ist. Ich sehe es zum Beispiel auf der einen Seite die Jugendbewegung, die anarchistische, also wir haben jetzt eine Graswurzelrevolutionäre Jugendzeitung, die Utopia, die als Beilage erscheint und insgesamt eine Auflage von 25.000 hat, was absolut enorm ist, auch für eine anarchistische Jugendzeitung. Ich habe mich ja mit den anarchistischen Zeitungen in den letzten 200 Jahren sehr beschäftigt. Das heißt, in 20er Jahren gab es anarchistische Jugendzeitungen, aber die hatten in der Regel eine Auflage unter 10.000. Und das ist von daher schon meiner Meinung nach auch ein Indikator dafür, dass es eine große, ja, einen großen Bedarf an libertären Ideen gibt, dass die Jugend keineswegs so unpolitisch ist, wie sie oft dargestellt wird und wie viele Leute denken, dass die Leute eben nicht nur Bravo lesen wollen, sondern eben auch mal eine Utopia, die ganz andere Ideen vermittelt und dass da ein Riesenbedarf ist. Und das Gleiche gilt auch für die Graswurzelrevolution, die Zeitung, die also auch ein sehr solides Fundament hat und viele Leserinnen und Leser, was für eine gedruckte Zeitung auch relativ außergewöhnlich ist. Und ich kriege es auch zum Beispiel mit durch die vielen Einladungen. Es finden überall, zum Beispiel jetzt hier in Rostock die A-Wochen oder vor zwei Wochen die libertären Medientage in Oberhausen, fand ich auch klasse. Oder ne, es gibt überall libertäre Projekte und Veranstaltungen. Das heißt, ein großer Bedarf auch an Informationen. Beispiel in Freiburg war ich vor ein paar Wochen eingeladen worden. Die haben die Veranstaltung angekündigt mit einem großen Plakat, was wir auch überall plakatiert haben. Anarchie, Ausrufungszeichen. Und da würde man ja vielleicht denken, okay, da kommen vielleicht 10, 20 Leute, aber nicht unbedingt mehr, aber es waren tatsächlich 120 Leute da. Das heißt, das zeigt eigentlich, dass da ein Rieseninteresse auch da ist an libertären Utopien. Und ich glaube auch, dass sie einfach natürlich genau das sind, was die Menschheit auch braucht, dass wir einfach eine Utopie brauchen, wo wir hinwollen. Also nicht nur, was wir schlecht finden, das müssen wir natürlich auch bekämpfen, was wir schlecht finden, aber wir müssen auch sehen, dass wir eine eigene Utopie entwickeln und versuchen, die so weit wie möglich im eigenen Leben und im gesellschaftlichen Zusammenhang zu verändern und zu erreichen, weiterzuentwickeln. Also nicht nur die schlechten Sachen kaputt machen, sondern auch was Gutes aufbauen. Genau. Okay. Ich würde gerne noch auf deine Person zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben ja doch noch ein bisschen Zeit, merke ich. Herrlich. Du bist Koordinationsredakteur von der Graswurzelrevolution. Was genau ist deine Aufgabe? Erstmal vielleicht kurz erklärt, die Graswurzelrevolution ist ein anarchistisches, gewaltfreies Blatt. Ja. Das seit Ewigkeiten erscheint. Seit 1972, ja. Und Nummer 352 ist jetzt aktuell. Genau. Was tust du da als Koordinationsredakteur? Ja, Koordinationsredakteur ist eben kein Chefredakteur, wie man vielleicht denkt. Wie es auch in der Wikipedia steht übrigens. Da steht Chefredakteur? Soweit ich mich erinnere. Ah, nervig. Ja, es ist auch völliger Unsinn. Ist kein Chefredakteur, sondern Koordinationsredakteur heißt, ich bin Angestellter des Herausgeberinnenkreises. Der Herausgeberinnenkreis ist das Gremium, was sich praktisch aus der Graswurzelbewegung bildet, wo also auch im Prinzip jeder mitmachen kann, der die Ideen der Graswurzelrevolution gut findet und auch an diesen Treffen teilnehmen kann, die alle zwei Monate immer in einer anderen Stadt stattfinden und bei denen dann im Grunde alle Entscheidungen getroffen werden, die die Zeitung betreffen. Natürlich auch die Hauptamtlichen werden dort halt auch gewählt. Also ne, es gibt also für den Vertrieb eine Hauptamtliche, die in Nettersheim sitzt und den Vertrieb macht. Und in Münster mache ich Koordinationsredaktion. Das bedeutet, ich mache Lektorat, Layout, mache natürlich eine Seitenplanung in Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren. Spreche auch Autoren und Autorinnen für bestimmte Themen an, aber immer in Rücksprache mit dem Herausgeberinnenkreis und immer verteilt über diese, ja, wir haben so mehrere E-Mail-Verteiler, wo wir bestimmte Sachen dann drüber diskutieren. Mhm. Warte mal, ich mach mal kurz. Kein Problem. Ja, über E-Mail-Verteiler und genau, das heißt, es gibt in dem Sinne eine Konsensentscheidung, alle Texte werden also vorab im Konsens diskutiert und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, dieser Text gefällt mir ganz und gar nicht, dann erscheint er halt auch nicht, sondern beziehungsweise er wird dann erstmal zurückgestellt, das Veto muss begründet werden und wird dann diskutiert und im besten Fall erscheinen zwei Texte nebeneinander, die eine konträre Position vertreten. Und ansonsten
ist das halt ein Projekt, was sehr gewachsen ist. Es unterscheidet sich von den meisten anderen, auch kleinen Alternativzeitungen, weil es eben sich nicht nur an die eigene Szene richtet, sondern wir haben schon den Anspruch, dass wir möglichst viele verschiedene Menschen auch erreichen wollen. Und die müssen nicht unbedingt jetzt aktiv in den sozialen Bewegungen oder die müssen jetzt nicht schon Anarchisten sein, sondern es kann einfach, die Menschen sollen einfach bewegt werden und sich im Grunde einfach mit dieser Utopie auch beschäftigen und auch mit einer anderen Sichtweise, also nicht einer Elite-Sicht, wie sie in normalen Medien rüberkommt, also dass man sich orientiert an bestimmten Eliten, an den Grünen, wie die Taz, an der Linkspartei, wie das Neue Deutschland oder an den anderen Parteien, wie das die normalen anderen Zeitungen machen, sondern dass man sich an den sozialen Bewegungen von unten orientiert, dass man im Krieg zum Beispiel guckt, irgendwie was, ja, dass man natürlich, wir sind ja vehemente Kriegsgegner, das heißt, wir sind grundsätzlich gegen Krieg. Krieg ist für uns ein Verbrechen an der Menschheit und muss bekämpft werden und wir versuchen halt alles, um Kriege zu verhindern oder zu beenden. Und in diesem Zusammenhang arbeiten wir natürlich mit vielen, vielen anderen Gruppen weltweit zusammen und sind auch organisiert in der Voices das International, der Internationale der Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, die sich 1921 gegründet hat und heute etwa 90 Mitgliedsorganisationen in 45 Ländern hat. Und in Deutschland halt zum Beispiel die Graswurzelrevolution, archivaktiv in Hamburg. Die größte ist die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner, DFGVK. Ist also ein Netzwerk, ein antimilitaristisches weltweites Netzwerk und da sind wir organisiert. Und das ist sozusagen auch ein Stück weit Globalisierung von unten, wie ich sie mir vorstelle und wie ich sie richtig und wichtig finde. Also ja, Menschen, die eben für eine andere, bessere Welt kämpfen, verbindet und zusammen auch Informationen austauscht. Also es werden oft Texte aus der Graswurzel zum Beispiel in anderen Zeitungen übersetzt, im Französischen, Türkischen, Englischen, in allen möglichen Zeitungen. Und umgekehrt übersetzen wir oft auch Texte von Graswurzlern aus anderen Ländern der Welt. Wie lange arbeitest du jetzt in diesem Zeitschriftenbereich? Im Grunde im Zeitschriftenbereich arbeite ich schon, habe ich als Schüler angefangen, also eine Schülerzeitung zu machen und anschließend dann auch seitdem habe ich etwa, ich weiß gar nicht wie viel, 200 verschiedene Zeitungen, anarchistische Zeitungen, überwiegend anarchistische und libertäre Zeitungen produziert. Seit 1984, 26 Jahre. Ganz schön lange, Mensch. Ja, macht aber immer noch Spaß. Man merkt's. Was für eine Entwicklung hast du durchgemacht in deiner Kindheit oder deiner Jugend, die schlussendlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass du Anarchist bist? Du hast ja vorhin im Vortrag schon erwähnt, diese Grundlage trägt man ja wahrscheinlich eh in sich. Man erfährt nur irgendwann, dass das Ganze einen Namen hat und dass sich schon jemand anders Gedanken drüber gemacht hat. Gab es entscheidende Punkte in deinem Leben, von denen du sagen würdest, das hat dich beeinflusst? Oder? Ja, sicherlich. Also da gab es verschiedene Sachen. Einmal natürlich bin ich sozusagen sozialisiert worden in der großen Friedensbewegung der späten 70er, frühen 80er Jahre, also als Schüler. Da gab es da große Demonstrationen in Bonn, wo ich auch teilgenommen habe. Für eine Demo habe ich sogar einen Tadel gekriegt von einem Lehrer, weil ich mich unerlaubt entfernt habe sozusagen. Und das sind immer wichtige Erfahrungen. Auf der anderen Seite, ja, wie bin ich zum Gewalt? Ja, und dann war natürlich diese kulturelle Geschichte spielte auch eine große Rolle. Also Musikbands, Tonsteine Scherben, Cauchys, das waren natürlich große Einflüsse, die auch mich als Jugendlicher gewirkt haben, kann man sagen. Und persönliche Erfahrungen, die spielen immer eine sehr große Rolle. Ein Punkt zum Beispiel, also ich habe natürlich viel gelesen, ich bin also, sagen wir mal, ein Kopfrocker, der immer ziemlich viel Bücher und Zeitungen gelesen hat und auch immer noch liest. Und das, ja, Bildung ist für mich auch in gewisser Weise in positiver Hinsicht eine Droge. Das heißt, ich lese viel und lese, ja, mir macht das auch Spaß. Und das ist schon so, dass ich dann Gandhi und also viele gewaltfreie und anarchistische Theoretiker früh auch schon gelesen habe und dann eine Erfahrung auch als Jugendlicher, das kann ich mich noch dran erinnern, das war dann so, dann kam so ein, ich hatte eine Mütze von meiner Mutter mir ausgeliehen und dann kamen so zwei Typen, so ein Schlägertyp, so eine Kante und ich eigentlich eher so ein langhaariger Hippie, ziemlich dünn damals im Gegensatz zu heute und naja, jedenfalls kam der an, klaute mir die Mütze und ich habe dann gesagt, gib mir bitte die Mütze zurück, die gehört meiner Mutter und zack, hatte ich die Faust im Gesicht und ich bin aber ganz ruhig geblieben, habe dann nochmal gesagt, gib mir bitte die Mütze zurück, die gehört meiner Mutter und das ist auch echt wichtig, dass ich die wieder zurückgebe und zack,
hatte ich wieder die Faust im Gesicht und ich bin wieder ruhig geblieben, also wirklich im Gandhi-Sinn sozusagen. Also Gandhi, für ihn ist ja Gewaltfreiheit ist jetzt nicht Wehrlosigkeit, sondern natürlich Gewaltfrei heißt auch, dass du auch schon dafür eintrittst und auch mit deinem eigenen Körper unter Umständen dafür eintrittst. Und das Erstaunliche, was dann passierte, ist eigentlich unglaublich, aber er hat mir die Mütze zurückgegeben und sich bei mir entschuldigt. Toll. Also aber ich war selber baff, dass es gut funktioniert, ehrlich gesagt. Aber das ist dann, ja, so eine Erfahrung, wo ich sagen würde, das hat schon, das war schon etwas, ja, eine prägende Erfahrung. Und das ist auch nach wie vor für mich überzeugend, dass eben Gewaltfreiheit, der gewaltfreie Widerstand auch der richtige Weg ist. Ja. Du bist Soziologe. Du hast deine Dissertation zum Thema libertäre Presse in Ost- und Westdeutschland geschrieben. Und das ist auch als Buch erschienen unter dem Titel Zwischen Schreibtisch und Straßenschlag. Genau. Fragezeichen. Ja. hast du in deiner universitären Laufbahn die Idee des Anarchismus an deine Studenten weitergeben können? Wenn ja, inwieweit und wie war die Reaktion darauf? Ja, also ich habe von 1997 bis 2003 an der Uni gearbeitet als Lehrbeauftragter und ziemlich viele Seminare, also eigentlich jedes Semester Seminare gemacht und zu verschiedenen Themen, also Deutscher Herbst und Anarchismus, Anarchie, libertäre Presse war natürlich auch ein Thema, ein Dauer, was ich oft angeboten habe, soziale Bewegung, Terror, Krieg und Medien, zuletzt mit 300 Leuten, 200 Leuten. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, aber mir sind dann doch Knüppel zwischen die Beine geworfen worden, was eben auch mit meiner politischen Arbeit natürlich zusammenhängt. Okay. Also ich habe mich mit einem grünen Politiker gestritten, könnte man sagen. Also Winfried Nachtwey, soll ich die Geschichte erzählen? Ich weiß Bitte? Gar nicht, ob die. Bitte? Ja. Also Winfried Nachtwey ist der grüne verteidigungspolitische Sprecher der Grünen und er war der Schüler von Christian Sigris, der mein Doktorvater war. Also er hat auch bei Sigris studiert und Sigris hat ihn noch 98 unterstützt im Wahlkampf, wo er auch eine klare Position hat, also Nachtwey noch vertreten hat, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und als dann die Grünen 99 an die Macht gekommen sind, 98, das erste, was sie gemacht haben, war den Jugoslawienkrieg mitorganisiert und Nachtwey hat dann eine Position vertreten, wir müssen ein zweites Auschwitz verhindern und also eine unsägliche bellizistische Position und Christian Sigris war darüber sehr empört, hat mich angerufen und ich habe ihm dann vorgeschlagen, ja Christian, ich kann ja mit dir ein Interview machen für die Graswurzel zu Jugoslawien allgemein. So können wir natürlich auch auf die Grünen eingehen und auf Nachtwey. Und dann habe ich ihn halt unter anderem auch gefragt, wie er sich erklärt, dass Nachtwey innerhalb von wenigen Monaten vom Kriegsgegner und zu einem Kriegspropagandisten geworden ist. Daraufhin hat er gesagt, ja, MMB, Macht macht blöd. Auf der unteren Stufe heißt es, Mandat macht blöd. So kann man das erklären. Weil es ist das Kleben an der Macht und der Bundestag ist eine Art Raumschiff. Da findet ein Realitätsverlust statt. Und natürlich, also er hat den Nachtwey ziemlich in die Pfanne gehauen, kann man so sagen. Und aber eigentlich eine richtige Analyse. Und daraufhin hat Nachtwey auch einen Leserbrief geschrieben, den haben wir auch abgedruckt. Und dann ist dieses Interview in einer Festschrift zum 65. Geburtstag von Christian Sigris erschienen. Im Lit-Verlag, im Wissenschaftsverlag. Und daraufhin hat Nachtwey eine Verfügung erwirkt, dass das Buch aus dem Verkehr gezogen wird. Also er hat erst gesagt, da würde eine Falschbehauptung über ihn verbreitet, weil er wäre gar nicht beim Luftwaffenball gewesen. Und das war so ein Nebensatz. Christian Sigris hat dann gesagt, ich habe mich gewundert, dass er auf dem Luftwaffenball war. Darum ging es natürlich nicht. Naja, dann ist das Buch aus dem Verkehr gezogen. Also erst geschwärzt worden, dieser Halbsatz. Dann hat ihm das nicht gereicht. Dann wird das Buch ganz aus dem Verkehr gezogen. Und dann gab es damals in Münster die Münster-Taz als Beilage der Taz und als Massenzeitung, die überall ausgelegt wurde. Erschien einmal in der Woche. Und die Redaktion hat mich dann angerufen, gefragt, ob ich dazu einen Gastkommentar schreiben würde. Und das habe ich gemacht. Die haben das natürlich fett auf Seite 1 genommen und sozusagen zum Hauptthema. Ja. Und in dem Kommentar habe ich halt unter anderem gesagt, ja, das ist Nacht war ja nicht um diesen Luftwaffenball ging, sondern er ist ja ständig bei solchen Aktionen, seien es die Soldatenspaziergänge in Münster oder sei es der große Zapfenstreich auf dem Hindenburgplatz am 20. März 2000, wo früher die Wehrmacht ihre Zapfenstreiche abgehalten hat.
Na gut, das fand Nachtwey natürlich gar nicht gut. Er hat sofort im grünen Mitgliederrundbrief dann geschrieben, dass ich ihn verleumdet hätte. Er wäre überhaupt gar nicht da gewesen beim großen Zapfenstreich am 20. März. Und ich ja, und über dieser Pauschal-Antimilitarismus der Graswurzler. Und naja, Effekt war, ich schlag die nächste Taz auf, eine ganze Seite Leserbriefe, dicke Überschriften, echt widerlich, Herr Dr. Drücke. Ein Armutszeugnis für die Soziologie, schrieb Uta Klein, eine Professorin, die am gleichen Institut gearbeitet hat wie ich damals. Mhm. Nur, dass sie in der Hierarchie der Uni natürlich weit höher war, weil sie schon Professorin war und ich erst Dr. Phil und Lehrbeauftragter. Ja. Und ja, die haben mir natürlich alle vorgeworfen, ich hätte den armen Nachtwey verleumdet und weil er wäre ja gar nicht da beim großen Zapfenstreich gewesen. Der Clou ist aber, ich war ja da. Ich habe dagegen demonstriert, ich habe Nachtwey gesehen und ich habe dann bei den Grünen angerufen, den Stefan Riese auch und gesagt, sag mal, wie könnt ihr das behaupten? Ich habe den Nachtwey gesehen und ja, Martin Fehrau hat ihn auch gerade angerufen. Er hat wohl auch dagegen demonstriert, hat auch den Nachtwey da gesehen. Er ruft jetzt mal in Berlin an beim Bundestagsbüro von Winfried Nachtwey und da war dann der Schlickwey am Telefon. Das ist der Lebenspartner von der Professorin Uta Klein, die mir vorgeworfen hat, ich würde wissenschaftliche und politische Arbeit nicht trennen. Auch sehr realsatirisch eigentlich. Mhm. Und der hat dann auf den Terminkalender geguckt von Nachtwey. Da stand dann 20. März 2000, großer Zapfenstreich in Münster. Und hat dann Nachtwey angerufen und gesagt, sag mal, ich habe schon mehrere Leute angerufen, die dich gesehen haben. Warst du nicht vielleicht doch da? Und es steht auch auf deinem Terminkalender. Ja, ja, er wäre doch da gewesen. Er wäre auch befreundet mit dem General und wollte ihm natürlich die letzte Ehre erweisen. Mhm. Okay. Und dann habe ich dann ein Fax hingeschickt und ich erwarte, dass das richtig gestellt wird. Ansonsten erwäge ich rechtliche Schritte. Es war ja so, dass ich stand ja am Pranger. Ich bin an meinem Institut, war ich eine Woche, ging ich als Lügner in mein Institut und alle anderen, die Professoren haben mich geschnitten und ich war sozusagen der absolute Nestbeschmutzer, der es gewagt hat, den armen Winfried Nachtwey und die Grünen in die Pfanne zu hauen. Ja. Mir wird vorgeworfen, ich würde die Grünen kaputt machen. Das kriegen wir schon alleine hin eigentlich. Aber, naja, aber auf jeden Fall war es dann wirklich so, dass ich dann wirklich eine Woche als das war wirklich eine Horrorwoche für mich natürlich, aber was dann natürlich ganz gut war, es haben viele Leute, die Nachtwey da gesehen haben, Leserbriefe geschrieben, die wurden ganz klein allerdings nur abgedruckt und die Richtigstellung von und Entschuldigung von Nachtwey wird auch abgedruckt. Aber im Grunde ist es Nachtwey auch tierisch auf die Füße gefallen, weil dann die draußen, also die Obdachlosenzeitung hat dann den Spieß umgedreht, also echt widerlicher Nachtwey, war die Schlagzeile dann in der Obdachlosenzeitung, die draußen verteidigt den Soziologen Dr. Bernd Drücke. Ich war so total nett. Aber naja, Nachtwey ist natürlich, ist auch ein Pechvogel. Auf der anderen Seite, ne, also ich war dann zum Beispiel eingeladen worden zum Afghanistan-Krieg, also einige Zeit danach, nach dieser Geschichte, und da war Angela Klein von der Sozialistischen Zeitung aus Köln eingeladen, jemand von Attac und vom Antifa-Bündnis Recklinghausen und Winfried Nachtwey und ich. Und Nachtwey hatte schon zugesagt und dann haben mich ein paar Tage später haben die mich dann angerufen und gesagt, ja, hey, sag mal, hat der Nachtwey irgendwie Angst vor dir? Also wir haben gesagt, dass du auch auf dem Podium sitzt und hat er sofort seine Zusage wieder zurückgezogen. Und das ist natürlich schon ziemlich skurril. Das war jetzt die Herrschenden zittern schon. Ja. Schon allein, nur weil du es bist. Ne? Nicht schlecht. Aber so bin ich eigentlich, ich meine, eigentlich bin ich jetzt nicht unfreundlich. Ich sage halt nur, was ich denke. Und ja, das ist das Gefährliche. Ist das, ne? Wesentlich gefährlicher als andere Aktionsformen. Wie hat das in der Uni weiter funktioniert? Konntest du? Ja, ich konnte dann erstmal weiterlernen. Ja. Dann gab es allerdings einen Wechsel. Die alten linken Professoren, die da auch noch waren und ja, mit denen ich mich immer gut verstanden habe, sind dann emeritiert und stattdessen kamen ja neue Professoren ans Ruder sozusagen. Und dann mein letztes Seminar war Terror, Krieg und Medien 2003. Da waren wie gesagt 200 Leute. Das war so brechend voll. Das vollste Seminar am ganzen Institut eigentlich. Mhm. Und dann habe ich aber keine Verlängerung gekriegt für den Lehrauftrag. Dann haben die Studis irgendwie Unterschriften gesammelt, das Drücke-Seminar muss weitergehen. Und wir haben einen Brief zurückgekriegt. Ja, normalerweise, wir finden das immer toll, wenn sich Studenten engagieren, aber im Fall Dr. Drücke können wir da leider nichts machen. Ich habe dann halt mitgekriegt über einen anderen Lehrbeauftragten, der halt ein Gespräch mitgehört hat von den beiden entscheidenden Professoren, die dann gesagt haben, der linksradikale Sumpf am Institut für Soziologie muss trockengelegt werden. Und dann fielen halt drei Namen, Jens Betz-Kastner, Bernd Drücke und Edo Schmidt, alles drei auch Autoren der Graswurzelrevolution und im Infoladen in Münster aktiv. Und von daher, ja. Dann habe ich die Aufforderung gekriegt, dass ich meinen Schlüssel abgeben soll, mein Schließfach lernen und das war dann der ziemlich kalte Rausschmiss.
Jetzt wird Zeit, eine neue Uni aufzumachen. Genau. Linksradikal, sumpfige Uni. Ich würde gern auf alles noch viel tiefer eingehen, aber uns läuft die Zeit davon. Deshalb gehen wir mal in den Endspurt. Wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es mit 30 immer noch ist, kein Verstand. Was sagst du dazu? Ja, ist Unsinn. Und trotzdem hört man es so oft. Ja, ja, ist klar. Das ist natürlich auch ein beliebtes Zitat, ich glaube, von Churchill. Aber es ist aber, es ist, also es gibt da natürlich viele Beispiele für, nehmen wir mal Cohn-Bendit, der auch schon, na, auch, der war ja auch Anarchist und hat 1968 eine große Rolle gespielt, auch im Pariser Mai, und sich dann aber eben doch sehr gewandelt, zum Kriegsbefürworter auch mutiert im Grunde, also gesagt das Gegenteil von dem, was er 68 gesagt hat. Oder Herbert Wehner. Es gibt natürlich viele solche Beispiele, wo aus Sozialisten, freien Sozialisten oder Anarchisten auch Arschlöcher geworden sind. Mhm. Es gibt aber auch weit weniger bekannte Beispiele, wo sie entalt geworden sind. Also Helga und Wolfgang Weber Zucht zum Beispiel. Also das sind die beiden Ältesten bei uns im Herausgeberkreis. Helga ist 76, Wolfgang ist 81. Mhm. Und sind seit 50 Jahren in der anarchistischen Bewegung aktiv und haben schon die Vorläuferzeitung der Graswurzelrevolution 1965, April 65 gegründet. Und ja, haben ein gelebtes Leben geführt und sind zwei absolut großartige Persönlichkeiten, aber sie stehen jetzt nicht so im Rampenlicht. Aber sie haben im Grunde an ihren Idealen festgehalten und die beiden sind, wenn man die sieht, ist ein total süßes Paar. Mhm. Und also auch beim Herausgeberin-Treffen, das ist schon irre, weil die sind ja schon seit 45 Jahren zusammen und lieben sich aber immer noch. Das ist also richtig schön und zeigt im Grunde meiner Meinung nach auch, dass man als Anarchist auch alt werden kann und dass es eben, dass dieser Spruch von Churchill in dem Sinne nur ein Klischee ist, was hoffentlich nicht immer der Realität entspricht. Was denkst du, was für Aktionen braucht es heute am dringendsten? Wo, welche gesellschaftlichen Veränderungen müssten sehr dringend stattfinden? Oh ja, da gibt's natürlich jetzt ganz schön viel. Ich denke, wir wollen das doch kurz Also da gibt's wo anfangen? Wo anfangen? Ja, Bildung ist, ich denke, es gibt in allen gesellschaftlichen Bereichen viele Sachen, die unbedingt verändert werden müssen. Klar, was ich ja eben schon erwähnt hatte, Militarismus. Und ich glaube, was halt wichtig ist, dass man mit fantasievollen, auch durchaus lustigen Aktionen dagegen vorgeht, auch entlarvenden Aktionen. Ich finde, es gibt viele Beispiele, auch gerade aktuelle Sachen, also die mich hoffen lassen, dass es auch positiv sich weiterentwickelt. Also Stuttgart 21 finde ich großartig, dass da jetzt so eine große Bewegung aktiv ist, gerade im Schwabenland, was ja etwas in sozialen Bewegungen etwas unterentwickelt war in der Vergangenheit, dass sich da jetzt sowas Starkes noch bildet. Oder Anti-Atom-Bewegung finde ich auch großartig, dass da gerade so viel läuft. Antifaschismus finde ich, tut sich auch vieles Positives. Ja. Beispiel ne, Dresden, die Demonstration, die große Nazi-Demonstration, die letztlich ja durch gewaltfreien Widerstand verhindert werden konnte, durch 20.000 Gegendemonstranten, die einfach Blockaden gemacht haben. Sowas Ähnliches hatten wir in Münster auch. Da hat also auch die Aktions von nationaler Sozial, also von dem Reiz, auch von so einem Neonazi, wollten so eine bundesweite Demo dort machen mit 170 Leuten. Wir waren allerdings auf der anderen Seite über 5.000 und 2.000, die in einem Viertel waren, konnten sich direkt auf die Straße setzen. Und die Nazi-Demo musste nach 100 Metern abgebrochen werden. Und das finde ich ist eine schöne Sache, dass man gewaltfreiem Widerstand da etwas entgegensetzen kann. Mhm. Natürlich gibt es auch immer wieder die Gefahr, dass es sich negativ entwickelt gesellschaftlich. Aber ich bin optimistisch, dass wir positiv was entgegensetzen können. Toll, ja. Bei wem das jetzt Interesse geweckt hat, wer mehr über den Anarchismus erfahren möchte oder auch mehr über Aktionen, die in neuester Zeit laufen, dem lege ich die Graswurzelrevolution sehr ans Herz. Das ist nicht teuer und hat viele Informationen. Ja, Bernd, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Ja, vielen Dank, dass du 7 Stunden von Mannheim nach Rostock gefahren bist. Und das finde ich ja super. Das zählt nicht. Ich hoffe, wir können uns nochmal treffen und das Ganze nochmal vertiefen. Ich glaube, da gibt es viele Punkte, die man noch anreißen könnte. Sei es Open Source oder andere technische Aspekte, die, glaube ich, auch in die anarchistische Bewegung einfließen könnten und sollten in nächster Zeit. Ja, ich hoffe, du hast einen schönen Heimweg. Und danke nochmal. Ja, und danke. Wir sagen Tschüss. Tschüss.